Guten Tag und willkommen zur ZIP um 17 Uhr. Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 5.000 gestiegen. Auch zwei Österreicher sind unter den Opfern, wie das Außenamt bestätigt. Der türkische Präsident Erdogan hat den Notstand ausgerufen. Rettungskräfte setzen heute die Suche nach Überlebenden fort. Und über die Hilfe, die auch in Österreich für die Erdbebenopfer in der Türkei angelaufen ist, berichtet gleich aktuell nach 5, Nadja. Bis 2030 muss Österreich seine CO2-Emissionen laut EU-Vorgabe halbieren. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen fossile Energieträger wie Öl und Gas durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Für Projekte, die in diese Richtung gehen, soll mehr Geld fließen. Der Klima- und Energiefonds der Bundesregierung wird aufgestockt und Klimaministerin Gewessler von den Grünen will die Mehrwertsteuer auf Photovoltaikanlagen streichen. Die extremen Mietsteigerungen lassen weiter die Wogen hochgehen. Die Arbeiterkammer Wien fordert heute erneut gesetzliche Maßnahmen dagegen von Seiten der Politik. Und tatsächlich zeigen sich die beiden Regierungsparteien, ÖVP und Grüne, an einer Gesetzesänderung interessiert. Auch am zweiten Tag der alpinen Weltmeisterschaft in Courchevel gibt es eine Erfolgsmeldung aus österreichischer Sicht. Und bevor ich an Nadja Mader übergebe, jetzt noch der Blick auf die Wetterkarte. Tarek Leitner und ich begrüßen Sie wie gewohnt um 19.30 Uhr. Auf Wiedersehen.